Hallo lieber Inspirationsfreund und herzlich willkommen zu mehr Selbstbewusstsein durch Motivation. Ich bin Armin Kräter und in der heutigen Folge schauen wir uns an, welche zwei Formen der Motivation es gibt und wie sie dir helfen werden, wenn du sie verstehst, dass du jedes Ziel, das du erreichen möchtest, auch erreichen wirst. Es gibt zwei Arten der Motivation. Es gibt die Menschen, die hin zu einem Ziel sind und es gibt die Menschen, die weg von einem Schmerz sind. Das ist ein sogenanntes Metaprogramm, ein Unterprogramm, das bei dir ganz automatisch läuft. Und es kann sein, dass du zum Beispiel in deinem Berufsfeld ein hin zu etwas Mensch bist und in deinem privaten eher ein weg von etwas Mensch. Es gibt hier in erster Linie keine Vor- oder Nachteile. Also ich möchte damit sagen, ob du nun hinzu oder weg von bist, ist im allerersten Schritt ganz egal. Jedoch die Art der Motivation, wie du damit umgehst, was du mit diesem Wissen tust, ist eine komplett andere. Wir fangen an mit dem Hinzu-Mensch, hin zu einem Ziel. Hinzu-Menschen sind Menschen, denen kannst du, vielleicht kennst du das Bild mit der Karotte an der Angel, wo jemand auf einem Esel sitzt oder auf einem Pferd und der hat eine Angel in der Hand und an der Angel hängt eine Karotte. Und dieser Esel oder das Pferd läuft quasi dieser Karotte nach in der Hoffnung, diese Karotte auch fressen zu können. Und so reitet der gute Mann dann für Kilometer und Tage eben mit diesem Ziel vor Augen und das Tier lässt sich diesem Ziel nachlaufen. Das sind die Hinzu-Menschen. Wie ich persönlich mit meiner Vision, ich habe mir für den 24.03.2020 die Porsche Arena in Stuttgart gebucht. Das ist ein absolutes Hinzuziel, wenn du 6 Jahre im Voraus eine Halle buchst, mit Vertrag und allem, was dazugehört und in den Kartenvorverkauf gehst. Das ist absolut hinzu. Weg von auf der anderen Seite bedeutet, ich muss weg von einem Schmerz. Ich bin nicht getrieben durch den Event, den ich in 2, 3, 4, 5 Jahren habe und das zieht mich motivatorisch immer in die Richtung, sondern es muss quasi die Herdplatte so ein bisschen heißer gedreht werden, damit mein Hinterteil schön warm wird, bis ich mich bewege. Und viele Menschen, auch viele erfolgreiche Menschen sagen heute, sie haben als weg von begonnen, das heißt, sie mussten erst komplett auf die 12 fallen, auf die Nase, weg von einem Schmerz, um dann diese Motivation zu sagen, jetzt bin ich ganz unten. Jetzt gibt es nur noch eine Richtung, nämlich aufstehen und weitergehen, wurden sie dann über die Zeit zu einem Hinzu-Menschen. Bedeutet, die weg von Menschen sind eben von einem Schmerz orientiert weg. Jetzt fragst du dich sicherlich, wie kann ich rausfinden, ob ich hinzu oder weg von bin? Wenn du überlegst und nachdenkst, wie du sprichst und wie du denkst. Zum Beispiel klassische Frage, stell dir vor, du möchtest abnehmen. Du hast das Ziel, 5 Kilo zu verlieren. Und meine Frage an dich wäre, warum möchtest du das erreichen? Der Hinzu-Mensch würde möglicherweise antworten, ich möchte ein gesundes und tolles und schlankes Leben haben. Der Weg-von-Mensch würde eher argumentieren und sagen, ich möchte eher meinen Weihnachtsspeck loswerden. Der Unterschied klar? Hinzu ist immer orientiert an dem Bild, das es in der Zukunft geben wird. Weg von ist eher an dem Jetzt und an dem Problem, an der Herausforderung festgehangen und wird immer darüber sprechen. Jetzt, wie motiviere ich die eine und die andere Seite? Der Hinzu-Mensch wird motiviert durch ein großes Ziel. Dem kannst du sagen, wenn du richtig Gas gibst, wirst du in 3 Monaten einen Geschäftswagen bekommen. Oder du buchst dir eine Halle oder du möchtest einmal einen Marathon laufen. Und die Hinzu-Menschen werden dadurch motiviert sein, sich täglich dieser Aufgabe anzunehmen. Die Weg-von-Menschen jedoch müssen ihre Ziele so weit herunterbrechen, dass das Gehirn, das Reptiliengehirn, das verantwortlich ist für diesen Flucht- oder Kampfmechanismus, über den wir in einer anderen Lektion gesprochen haben, dass der umgangen wird. Denn wenn sich ein Weg-von-Mensch ein Ziel setzt, zum Beispiel einen Marathon zu laufen,
schlägt automatisch das Reptiliengehirn Alarm, sagt, hohoho, hier geht's raus aus der Komfortzone. Das wollen wir nicht. Daher geht das Blut in die Arme, in die Beine und nicht in den vorderen Teil, Frontallappen hier, Neokortex, wo es hin solle, um kreativ weiterzusenken und zu sagen, hey komm, ich raff mich wirklich jeden Morgen auf und mache Sport und andere Dinge. Daher wichtig, die Weg von Menschen, setzt euch ganz kleine Ziele, um eben dieses Angst- und Fluchtzentrum zu umgehen. Und das bedeutet, um in unserem Marathonbeispiel zu bleiben, sage dir, ich werde heute einen Weg, den ich normalerweise mit einer Rolltreppe oder einem Aufzug nehme, einfach die Treppen laufen. Somit müssen deine Ziele so klein sein, dass in deinem Gehirn gar niemand Alarm schlagen kann. Also nicht sagen, ich laufe heute den ganzen Tag Treppen, das ist schon wieder anstrengend. Mach's ganz klein. Bist du ein Messi, sieht dein Schreibtisch aus, wie wenn eine Bombe eingeschlagen hat, fang an, eine Büroklammer aufzuräumen. Und am nächsten Tag die nächste. Wichtig ist, dass du kleine und kontinuierliche Schritte machst. Denn ohne die wirst du nie an deinem Ziel ankommen. Wichtig und Aufgabe, finde heraus, bin ich ein Hinzu-Mensch oder ein Weg-von-Mensch. Und je nachdem, was du tust, kannst du dir als Hinzu gern ein großes Ziel setzen. Und wir werden in einer der nächsten Lektionen darüber sprechen, was für Vorteile es hat, sich große Ziele zu setzen. Bist du eher weg von, setz dir ganz, ganz kleine Ziele, die du Schritt für Schritt für Schritt erreichen wirst und umgeh damit deinen Flucht- und Angstmechanismus. Was du auch noch tun kannst und auch tun solltest, um mehr Erfüllung, mehr Spaß und Glück und Erfolg in deinem Leben zu haben, ist dir mein gratis E-Book runterzuladen. Gibt es hier unten über den Link. Darin wirst du herausfinden und herauslesen, wie du dir bessere Fragen stellen kannst und stellen wirst.